Ja, sagen. also die Erwartungen von mir waren schon recht hoch, aber es kann schon erfüllen. Ich habe mir ja genau angeschaut, wie das entwickelt wurde und da steckt schon einiges dahinter, aber wurde echt richtig cool umgesetzt und macht richtig Bock. Ja, also das Geräusch vom Motor nimmt man eigentlich fast gar nicht wahr. Ab und zu mal hört man so ein bisschen, wenn man dann richtig Power gibt, aber eigentlich fällt es einem gar nicht auf. Wenn man es nicht wüsste, dann würde man es gar nicht hören. Wenn man im Normalbetrieb ist, dann hört man gar nicht. Also ich habe dann auch wirklich mal bewusst hingehört, berghoch bei voller Stufe, wo ich da mal richtig reintreten habe. Da hört man dann ganz, ganz minimal im Hintergrund, aber das ist so klein. Also das ist wirklich extrem angenehm. Also da muss man wirklich ganz genau hinhören, dass man da irgendwas hört. Das war auch das Schöne, dass man so eine unverfälschte Hören auf die Natur hat. Man hört einfach ganz normal die Natur um sich herum, den Motor fast gar nicht, es sei denn, man gibt wirklich mal Vollgas. Dann hört man ein bisschen, aber ansonsten ist es sehr leise und angenehm. Wie haben wir es geschafft, dass der Motor so leise ist? Also es liegt einerseits an unserem Harmonic-Pinring-Getriebe. Im Vergleich zu anderen Herstellern verzichten wir auf zusätzliche Zahnräder, die Geräusche entwickeln. Und das hat einen enormen Einfluss auf die gesamte Geräuschkulisse. Andererseits ist es auch so, dass der Motor so effizient ist, dass er gar nicht so hoch drehen muss. Und diese geringe Drehzahl wirkt sich auch wiederum sehr positiv auf die Geräuschkulisse aus. Extrem interessant, innovativ und natürlich, dass es dann ein Partner vom Skiverband ist, wo wir auch dafür springen, macht einen schon auch ein bisschen mit Stolz.